Sie kommen. Pflichtgemäß frage ich die Dualanten, ob sie zu einer Versöhnung bereit sind. Rein rauf! Na, bis zur Kampfunfähigkeit. Ich denke, Sie sind einverstanden. Und ab! Ich habe mich bisher nur mit anständigen Leuten geschlagen. Einen Gauner abzustechen, ist ein dummes Gefühl. Man kommt sich ja vor wie ein Henker. Er hat 18 Semester auf dem Buckel, weil er vor Duellieren nicht zum Studieren kommt. Er tötet jeden. Mich kann er nicht töten. Weshalb nichts? Es wäre schade um mich. Sind die Herren bereit? Jo. Binde die Klingen. Etwas Alkohol. Gestatten Sie? Sicher ist sicher. Position, Monsieur. Allez. Halt. Treffer? Nix. En position. Allez. Halt. Treffer? Nein. Position, Monsieur. Allez. Halt. Sieht nicht gut aus. Hast du den Stich nicht kommen sehen von unten? Nein. Das verstehe ich nicht. Das wär's für heute. Lass das! Ich bestehe darauf, weiter zu kämpfen! Ich kann auch mit der linken Hand fechten! Hör dir das an. Der hält mich tatsächlich für einen Henker. Lass mich los! Halt! Herr von der Tränk! Ich bin noch nicht kampfunfähig! Ich bestehe darauf, den Kampf fortzusetzen! Ich kann auch mit der linken Hand weiter kämpfen, Herr von der Tränk! Mit der linken! Raufhändel, Raufhändel, Raufhändel. Ein ordentliches Duell, Euer Magnifizenz. Was haben Sie nur für eine Konduite? Keine Zucht. Es geht mit mir durch. Ihr Herr Vater selig war Ritter des Militärordens, königlich-preußischer Generalmajor. Ich bin bloß Student. Aber nicht mehr lange, wenn Sie so weitermachen. Das vierte Duell in anderthalb Jahren. Sie studieren doch das Jus. Sie wissen, dass in Preußen Duelle verboten sind. Euer Magnifizenz haben mich bei gehabter Gelegenheit schon dreimal belehrt. Aber es geht mit ihm durch. Ja. Eine Woche Karzer, dunkelhaft, bei Wasser und Brot. Ach, Hopkin, so entsetzlich finster, Herr Kowalski. Das soll es ja auch. Ein Dutzend Unschlittkerzen kosteten gestern nur 2 Kreuzer, Herr Kowalski. Das kosten sie heute auch. Nein, manche, ist Teuerung. Man kann jetzt 1, 2, 3, 4 Taler und 1, 2, 3, 4, 5 Dittchen dafür bekommen. Nee, noch eins. Wenn Euer Majestät sich angemeldet hätten, so hätten wir zu höchstehrer Empfang eine schöne Attrappe errichtet. Mir liegt daran, die wirkliche Universität zu sehen. Die Bibliothek? Halt uns zu Gnaden, ja.
Auf Schloss Rheinsberg habe ich zweimal so viele Bücher gehabt. Der Etat ist schmal, Sire. Wir suchen nach und nach die Besten aus. Die Frömmsten? Die Bedeutendsten. 1200 Taler aus meiner Fortune. 1200, Sire. Na und sonst? Ihr Originalgenie zum Beispiel. Nach Ihrem Bericht hat er neulich drei Professoren auf einmal zuschanden disputiert. Majestät meinen den Jungen von der Tränk? Ja. Ja, der junge Freiherr von der Tränk, um ehrlich zu sein, Sire, halten zu Gnaden. Das ist nämlich was so. Ist? Wo haben Sie ihn versteckt? Lasch, ziehen Sie sich an. Bitte, die Weste, schnell. Nun machen Sie schon, wir dürfen keine Zeit verlieren. So, schnell. Und nur die Jacke. Bitte, lassen Sie sich helfen. Na, ruhig, nein, nein, ich. Kommen Sie schnell, nun machen Sie doch schon. Kommen Sie doch schnell. Friedrich Freiherr von der Tränksier. Ich höre wunderbare Dinge über Ihren Verstand, Herr von der Tränk. Doch es scheint, dass Sie verludern. Das hoffe ich entschieden nicht, Majestät. Dass Sie nicht zum Federfuchsen gebaut sind, sieht man. Bei der Armee gibt es anständigere Gelegenheit zum Raufen als im Zwillingsteich. Kommen Sie nach Potsdam, wenn Sie mögen. Die Garde du Corps war die Pflanzstätte der preußischen Kavallerie. Alle Versuche, die der König mit seiner Reiterei machen wollte, geschahen hier. Geschaffen, so schuf er die Kavallerie. Und da er dem Vater zu übertrumpfen gedachte, waren seine Anforderungen maßlos hart. Wir verloren in einem Friedensjahr mehr Menschen und Pferde als im ganzen vorigen Krieg. Maria Theresia die Provinz Schlesien abgejagt. Alle Welt war sich klar, dass Österreich bei nächster Gelegenheit versuchen würde, dem König die Beute wieder abzunehmen. Und wir sollten in diesem Kampf sein Degen sein. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Halt! Abteilung, kehrt! Marsch! Abteilung, halt! Positionen! Unter der Anleitung hervorragender Lehrer wurden wir in allen Fächern der militärischen und wissenschaftlichen Bildung geschult. Taktik und Strategie gehörten ebenso zu unserem Pensum wie ballistische Mathematik, technisches Zeichnen und Pionierkunst. So gut wie Fechten und Schießen. Bella laden! Los, 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 beeilt euch! Fertig! Erstes Glied! Zieht! Schlag an! Feuer! Wetzer! Rotenitz! Na! Pöllnitz nichts, Retzer nichts, Rotowski 1, von der Tränk 2. Zweites Glied, laden! Warum träumen Sie, Kadett Tränk? Ich bin fertig, Herr Rittmeister. Mit allem?
Ich habe die Leibnizsche Integralgleichung angewendet. Man stellt die Bogenlänge dar durch die Funktion y ist gleich f in Klammer x, also Integral Quadratwurzel aus. Zum Teufel, was ist das für eine Rechenmethode? Sie ist elegant. Und macht Spaß. Und man spart viel Zeit dabei. Dann nutzen Sie schnellstens die ersparte Zeit. Melden Sie sich bei Leutnant von Rochow. Zum Infanterieexerzieren. Weggetrieben! Jawohl! Feuer! Gewehr ab! Laden! Zweites Glied, macht euch fertig! Marsch! Halt! Schlag an! Feuer! Gewehr ab! Macht euch! Zum Angriff! Fällt das Bajonett! Marsch! Halt! Schlag! Avanciert! Unser Dienst ging ohne Unterbrechung von morgens 4 bis abends 9. Und dann hatten wir immer noch nicht Ruhe, sondern wurden mit dem Erlernen der Tanzkunst geplagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième figure, pas de deux. Attention. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sie haben sich elegante Sachen machen lassen. Glauben Sie, Sie werden so bald Offizier? Die Montur kann es erwarten, Zier. Ich wachse nicht mehr. Wie lange habe ich Sie warten lassen? Auf Audienz? 5 Wochen, Zier. Es muss Ihnen hart geworden sein. Bei Ihrer Ungeduld. Ich habe geflucht. Trotz Ihrer Erziehung? Auf Französisch, Zier. Nike? Na komm. Man hat mir in Königsberg Wunderdinge von Ihnen erzählt. Ein König soll nichts ungeprüft glauben. Sie haben das Jus studiert? Ja, Sir. Das Erbrecht nach Justinian. Es gibt ja wie viel gerade? 4. Descendants on the Zug. Gut, 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 gut. Sie können auch Ihren Cäsar lesen? Glatt weg? Ich denke doch. Kennen auch Voltaire? Corneille? Racine? Ein wenig, Sire. Der König hetzte so seit 40 Jahren die Männer Roms, die seine Besten waren. Es fiel mir gestern beim Exerzieren an. Aha. Und ist Ihnen noch eingefallen, dass Monsieur Racine sich dabei irrt? Mithridates hat seine Römer nur 30 Jahre abgehetzt, Herr von der Tränk. Ich muss mit Ihrem Oberst sprechen. Wenn man beim Exerzieren Zeit hat, an Literatur zu denken, ist das Reglement zu wenig streng. Trank. Ich habe Sie beobachtet. 5 Wochen lang. Sie sind aus dem Stoff, aus dem man Männer macht. Sir. Erröten Sie nicht. Oder müssen Sie mich gleich Lügen strafen? Ist es unmännlich, glücklich zu sein? Dazu später Zeit. Im Alter. Vielleicht. Ich habe Sie studiert. Ich kenne Ihren Jähzorn. Ihre Unbedachtsamkeit. Und Sie sind eitel.
Sie sind von sich eingenommen, Kadett Trank. Ich sage nicht einmal zu Unrecht, ich sage nur zu sehr. Ich will ihr Leben, Trank. Für mich. Als ihr König, ihr Lehrer und vielleicht ihr Freund. Ich werde einen Mann aus ihnen machen. Verstanden? Cornett von der Tränk? Cornett? Majestät? Ja. Die Montur konnte es erwarten. Herr Kadett. Cornett. Seit vollen 10 Minuten. Cornett von der Tränk. Ich beglückwünsche Sie. Wer ist die Dame? Prinzessin Amalia. Die Schwester des Königs? Ja. Ach, der Herr von der Tränk, wie immer zu spät. Und warum in großer Uniform? Ich komme vom König. Oh, was haben wir doch für bedeutende Männer im Regiment. Die Leuchte der Universität von Königsberg. Der berühmte Kadett von Potsdam. Man sagt, der Monarch wird keine Kinder haben. Lassen Sie sich doch von ihm adoptieren. Sie sind mein Vorgesetzter, Rittmeister Jaschinski. Aber nehmen Sie sich trotzdem in Acht. Oh, der Herr ist aber sehr empfindlich. Vorsicht! Er schwärzt uns beim König an. Ich bin kein Streber, Herrgott noch mal! Na, na, seien Sie friedlich, Tränk. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie leihen mir 10 Taler und wir werden gute Kameraden sein. Da haben Sie 20. Aber demnächst duelliere ich euch invalid. Ich habe ihn schon einmal in Potsdam gesehen. Er sieht einem unglücklichen Jugendfreund ähnlich. Findest du nicht? Dem Katte? Ja. Unheimlich sogar. Als ich in den Königsberg die Treppe raufkommen sah, als wäre Katte auferstanden nach 14 Jahren. Wie damals so jung. Das ist natürlich Unsinn. Katte war kleiner. Und ruhiger. Nun, er ist ja auch nicht Katte. Bist du mal wieder drüben gewesen? Bei ihr? Bei deiner Frau? Ich finde, dass jemand anders sich um sie kümmern müsste. Zum Beispiel du. Danke. Amelie, ich bitte dich. Ich habe sie nicht freiwillig geheiratet. Also. Ich habe sie proper eingerichtet und sie hat, was sie braucht. Wirklich alles? Du und dein Gerechtigkeitsfanatismus. Es ist doch nur Eigensinn. So wie bei dir. Ja. Wir beide hätten ganz gut zusammengepasst. Es ist Gott sei Dank nicht möglich, das auszuprobieren. Warum? Du
vergisst, dass ich König bin und die Gesetze mache. Ich muss nach Potsdam zurück. Schon? Ja. Seit ich König bin, stehe ich um 4 Uhr auf und regiere Marsch. Müssen Sie immer vom vorgeschriebenen Weg abweichen und Kopf und Kragen riskieren. Für Sie ja, Majestät. System gelehrt, nachdem auf einigen Pflanzen mehrere Staubgefäße mit einem Fruchtknoten im Konkubinat leben sollen. Damit hat dieser Linné nicht nur die Blumen, er hat damit auch Gott und seine Schöpfung verleumdet. Denn Sire, es ist ausgeschlossen, dass Gott etwas geschaffen haben kann, das diese Blumen geradezu zur Unzucht zwingt. Man darf es nicht gestatten, dass die studierende Jugend mit solchen Schlüpfrigkeiten vergiftet wird. Auch viele Hunde bespringen eine Hündin. Haben Sie nie zugesehen? Die Natur hat sehr wenig ästhetischen Geschmack. Man inkommodiere sich nicht. Mein Tag beginnt früh. Merci, Monsieur. Altesse royale, Excellence, Mesdames, Messieurs, en place pour la danse. Thank you.
sehr freundlich. Vermutlich ist es für die Ehrenwache nicht statthaft zu tanzen. Aber darf ich Sie trotzdem um diese Ehre bitten? Und welche meiner Hofdamen soll es sein? Keine der Hofdamen, Hoheit. Königliche Hoheit, darf ich um die Ehre bitten, mir den nächsten Tanz zu reservieren? Zu spät, Herr Hofmarschall. Aber der Kornett ist doch als Ehrenwache befohlen. Sie übersehen, dass die Etikette für uns da ist und dass nicht wir für die Etikette da sind. Da wäre noch der Major von Schwede. Ja. Er bittet Euer Majestät zum dritten Mal um die Erlaubnis, heiraten zu dürfen. Aber Majestät... Abgelehnt. Meine Offiziere sollen durch den Degen glücklich werden, nicht durch die Scheide. Sonst noch etwas? Nein, nichts, Majestät, außer... ja, außer diesem hier. Der Tränk war in Berlin? Heimlich, Sir, ja. Dreimal in dieser Woche. Jedes Mal die ganze Nacht. Weibergeschichten? Vermutlich. Wo? Im Schloss der Prinzessin Amalie. Wahrscheinlich eine dieser zahlreichen Hof- und Gesellschaftsdamen. Weiter beobachten. Wo ist die Wache? Na, sagen Sie auch schon was. Ein preußisches Munitionsdepot ohne Wache? Nö, ich hatte den Kornett von der Trenk damit beauftragt. Ach, Trenk, Trenk, Trenk! Sie sind der Vorgesetzte. Sie haben die Verantwortung. Warum kümmern Sie sich nicht, dass auch geschieht, was Sie befehlen? Aber Schwadronskommandeur werden wollen. Wie? Rosinen im Kopf, was? Gehorsamsten guten Morgen, Herr General. Himmelkreuz, Donnerwetter, noch einmal. Trenk? Habe ich Ihnen befohlen, die Wache für das Munitionsdepot einzuteilen oder nicht? Kornett von der Trenk? Habe ich verschwitzt. Verschwitzt? Mein Gott, das Depot steht seit 3 Monaten leer. Nichts außer Mäusen. Das war ein Befehl des Generals. Und wenn es jetzt Krieg gibt, bekommt der Rittmeister sein Kommando nicht. Regt euch nicht auf, Sie bekommen Ihre Eskadron. Wie wollen Sie das machen? Irgendwie. Ich hab's auch immer geschafft. Phil, du schaffst es tatsächlich. Verschwitzt. Ich musste 2 Jahre Kadett sein. Aber so eine darf nach 5 Wochen avancieren. Fritz. Fritz, so ein Fächer von Boucher bemalt. Kostet ja ein Vermögen. Ich habe Geld für heute. Ah, im Ernst, die halbe Eskadron steht bei mir in der Kreide. Und du? Wo stehst du in der Kreide? Bei dir. Und bei Goldstein natürlich. Du leihst dir Geld von Goldstein? Ist fabelhaft, man bekommt beim, was man will. Und die Zinsen? Die gewinne ich im Spiel. Hoffe ich jedenfalls. Hör endlich auf, Geld ist eine niedere Sache. Was heißt hör auf? Ich sollte wirklich böse mit dir sein, Fritz. Gnade, Prinzessin. Du bist einfach unverbesserlich. Ich bleibe hier sitzen, bis der König kommt. Monstrum! Thank you.
Herr Goldstein, es ist mir furchtbar peinlich. Ich weiß, heute ist ja wohl Termin, aber ich habe nichts. Sie brauchen nichts, Herr von der Tränk. Das ist freundlich von Ihnen. Sie sind mir nichts mehr schuldig. Bitte? Nicht, dass ich besonders penibel bin, aber so zwischen 2.000 und 3.000 Taler müssen es doch wohl sein. 5.860. Und das nennen Sie nichts? Es ist zurückgezahlt. Bitte. Von wem? Das darf ich nicht sagen. Ich muss das wissen, Herr Goldstein. Ich bedauere, Herr von der Tränk. Eine Dame? Möglich. Das Herzchen. Schuldenfrei. Ich bin schuldenfrei, Herr Goldstein? Gänzlich. Leihen Sie mir nochmal 2.000? Selbstverständlich. Bei Ihrer Protektion sogar 10.000. Dein Gehör. Du bist kleinlich, mon cher. Schlechte Laune? Ich habe nie einen Freund gehabt, Amelie. Außer dir. Und damals den Cut. Verstehst du? Nein, das verstehe ich nicht. Bin ich überflüssig? Ja! Übrigens ist heute der letzte Tag für Musik. Ich habe in Wien die Kriegserklärung überreichen lassen. Der Maria Theresia? Sie soll mir lassen, was ich habe. Oder besser, was du ihr genommen hast. Schlesien ist preußisch. Egal seit wann und auf welche Art. Am 15. August 1744 fielen unsere Truppen in Sachsen ein und drangen ungehindert in beinahe exerziermäßiger Ordnung und mit klingendem Spiel gegen Böhmen vor. Der zweite Waffengang um den Besitz Schlesiens zwischen König Friedrich und Maria Theresia begann. Anna. Schau, dass du fertig wirst. Geh. Caroline, hilf ihr. Komm. Geh, lass mich. Und du, Marie-Christine, halt dich still. Komm. Hast schon wieder Westwunde in deinem Rock, ha? So, und jetzt das Hoppala. Und jetzt das Hauerl. Zieh mir das so, das tut ja weh. Na, fein. Ja, was gibt's denn? Der Herr Marschall von Daun, Majestät. So ganz außer der Zeit? Ja. Nie hat mal Ruhe. Komm, Liesl, frisier's fertig. Na? Brennt's wo? Mit Verlaub, ja, kaiserliche Majestät. Die Preußen haben die Grenze nach Böhmen überschritten. Naja, nach der Kriegserklärung war's zu erwarten. Aber so schnell, Majestät. Höllisch heilig hat es ja. Die Stoßrichtung geht auf Lobositz. Und weiter, Tabor und Budweis zu. Und? Ich erwarte Befehle, Majestät. Sind wir bereit oder nicht? Gewiss. Wir sind vorbereitet, Majestät. Alles dann, gehen Sie es an, machen Sie was. Tun Sie was gegen ihn. Sie sind der General. Euer Majestät, das Bankett für das diplomatische Korps ist aufgedeckt. Weg mit dem Krempel. Sollen die Gesandten Wein saufen, wenn in Böhmen gestorben wird? Ah!
Angriff bleibt stecken. Wir kommen nicht voran. Aber die österreichische Flügelbatterie, Herr General, muss genommen werden. Das ist so unmöglich. Das ist ein Befehl des Königs, junger Mann. Ohne eigene Artillerie geht es nicht. Ruhig. Ein Sturmangriff auf die Geschützstellung ist sinnlos. Der Befehl des Königs lautet, bis 9 Uhr die Stellung zu nehmen. Zu Befehl, Exzellenz, bis 9 Uhr Stellung nehmen. Unterlaufen und während sie laden, in ihre Stellung einbrechen. Sonst haben wir keine Chance. 60! Feuer! Feuer! Los! Beeilt euch! Warten! Schneller! Schneller! Die Hosen voll! Du Fragen? Immer! Des Königs. Seine Majestät ernennt sie wegen besonderer Tapferkeit zum Leutnant. Außerdem wird Leutnant von der Trenk zum persönlichen Dienst bei seiner Majestät kommandiert. Ich gratuliere Trenk. Danke, Herr General. Meine Adjutantendienste beim König bestanden vornehmlich in der Fouragierung des Hauptquartiers. Und das war keine Kleinigkeit in einem Landstrich, der von unserer und der feindlichen Armee förmlich kahl gefressen war. Unter der Mannschaft wütete der Hungertyphus und die Versorgung wurde von Tag zu Tag schwieriger. Wenn ich mit unseren Husaren und Dragonern ausschwärmte, um irgendetwas Essbares aufzustöbern, so wurden wir ununterbrochen von den Ungarn und Kroaten der Kaiserin umlauert.
Und am meisten machte uns jenes verwegene Pandurenkorps zu schaffen, welches sich mein österreichischer Vetter auf seinen slowenischen Gütern zusammengeworben hatte, aus buchstäblich vom Galgen geschnittenen Wegelagerern. Vor ihren Angriffen konnten wir auf unseren Beutezügen nicht eine Minute sicher sein. Lappen von den Hufen. Da drüben muss ein Kloster liegen, etwa 3 Meilen von hier. Kwitschek. Herr Leutnant. Nehmen Sie 6 Mann und reiten Sie hin. Ich übernehme mit dem Rest das Schloss. Folgen! Anscheinend vom Feind nicht mehr besetzt. Seid aber vorsichtig. Los! Führer brauchen wir ja wohl. Holger! Herr Leutnant! Posten an der Einfahrt! Zum Befehl! Warte da! Hier! Drüben an der Durchfahrt! Absetzen! Die Wagen gehen mit! Wie viele Pferde habt ihr? 13. Wagen? 4. Wo stehen die? Da drin. Auf! Haben uns genug geplündert. Du hast doch noch Hemd und Hose an. Wollt ihr mir die auch noch wegnehmen? Wer ist das? Die gnädige Frau Baronin. Herr Leutnant. Umlegend? Nein. Halt! Jaroslav, bist du verrückt? Wenn die Preußen im Schloss dein Geballer hören, sind sie gewarnt. Und wenn der hinreitet, sind sie es erst recht. Ach, wir sind schneller als er. Er reitet doch gar nicht zum Kloster. Ist eine ganz andere Richtung. Los, weiter! Nach vorne, sonst kriegst du unterwegs Beine. Freier von der Tränk. Ich bedauere, dass der Anlass für unsere Begegnung nicht erfreulicher ist. Was? Sie sind der Tränk? Ja. Ja, ich hab denkt, die Herren wären Preußen. Nun ja, gewiss. Ah, na, ich bin der preußische Tränk. Der österreichische, der Pandur, das ist mein Vetter. Und wie man sieht, ist der berühmtere. Aber ich wollte Sie nicht kränken, Baron. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin leider gezwungen, Fourage zu machen, Barone. Auch unerfreuliche Dinge erledigt man besser im Sitzen. Bitte schön. Den Speck und die Würste. Wir werden verhungern. Wenn die anderen dir gleichen, in den nächsten 2 Jahren nicht. Du schon eher. Herr Korporal! Was ist denn? Der Kerl behauptet, er hätte eine Abteilung Panduren reiten sehen. Hierher? Nein, rüber zum Schloss. Wie viel denn? Er weiß nicht genau. 30 oder 40. Oh, das schafft der Leutnant nicht. Kommt, Leute. Ihr habt Glück gehabt. Aber geht gefälligst nicht leer. Klar doch. Und macht euch keine falschen Hoffnungen. Wir kommen wieder. Da könnt ihr aber ganz sicher sein.
Ich betrachte es eben als Kriegssteuer. Wäre es in der Gegend zur Schlacht gekommen, hätten wir vielleicht alles verloren. Immer noch besser so. Sie sind bewundernswert, Baronin. Alter Burgunder. Hätten Sie Lust auf ein Glaserl, Herr von der Trink? Aus Ihrer Hand mit dem allergrößten Vergnügen. Sehr bequem ist er wohl nicht, Ihr Panzer. Lehn's doch auf. Lazar ist ziemlich leichtfertig, sie in dieser Zeit allein zu lassen. Er nimmt halt an, dass der Feind nur das tote Inventar requiriert. Es gibt feindliche Offiziere, die von Herzen gern diensteifriger wären. Herr von der Trink! Die Panturen! Panturen! Alarm! Gefangene zur Mitte des Hofes, los! Was, nur drei Mann? Säbel weg! Hier! Los, geht zurück! Eins! Zwei! Drei. Das ist nicht geblieben, was? Die Preußen führen jeden Befehl aus! Gott, noch mal, meine Pistole! Wenn Sie raufkommen, ich habe ein Versteck. Endlich mal ein anständiges Frühstück, Leute. Spannt die Wagen an. Nimmt alles mit. Die Preußen kommen! Die Preußen! Ergebt euch! Jeder Widerstand ist weglos. Panduren, mehr als ihr! Blamieren Sie den Oberst nicht, Kamerad. Ich bin mit ihm verwandt.
Sagen Sie meinem Vetter, dass ich mit Ihnen zufrieden war. Quitschek! Herr Leutnant, alles zur Mitte! Los, alles zur Mitte! Die Waffen weg! Eins! Zwei! Drei! Danke. Diese vorzügliche preußische Mehlsuppe werde ich in Moskau einführen. Hier müsste es doch einiges Wildbret geben. Vor allem Ratten. Ich habe die Jagd nie sonderlich gemocht. Im Krieg erlegt man aber Menschen, eine Spezies, die es viel eher verdient. Ach, Herr Leutnant. Mensch, Thielke! Verdammt. Ich hab's erwischt. Hans! Oh Gott. Trink. Gott sei Dank, Trink. Sie sind überfällig. Sie kommen allein. Nein, Zier, ich bringe 14 beladene Wagen und 23 Gefangene. Verluste? Nur 4 Mann, Zier. Und wir befürchteten schon das Schlimmste. Wir haben diese Nacht 3 Fouragetrupps verloren. Meine Herren Gesandten, Cette Matador de ma jeunesse. Stehen Sie stramm, Leutnant. Sir? Ja. Ich bitte Majestät, einen Augenblick allein sprechen zu dürfen. Kommen Sie abends zum Rapport. Beim Wein? Ja, Sir. Das war eine große Unvorsichtigkeit, Trank. Ich hätte die Kassation verdient, nicht den Polymerit. Wenn irgendjemand, dann hätte Korporal Quitschek ihn verdient. Man soll die Mannschaft nicht verwöhnen. Ihr Quitschek wird mit entsprechendem Sold befördert. Sie behalten den Orden. Aber Sir, ich... Sie haben Glück gehabt, Trank. Aber ohne Fortune gelingt nichts. Ihre Offenherzigkeit ehrt Sie. Ich habe versprochen, einen Mann aus Ihnen zu machen. Es scheint, Sie sind auf dem besten Weg. Ich hoffe nur, dass es auch so bleibt, wenn wir ins Winterquartier gehen. Das hoffe ich auch, Sir. Qui vivra, verra. Wir reiten Freitag. Sie übernehmen bis Potsdam meine persönliche Adjutanz. Danke, Sir. Ab. Ich hatte seine Gnade. Ich hätte etwas werden können. Glück, Ruhm und Ehre standen mir offen bei ihm. Doch es ist ein typischer Zug bei uns Tränks, sich selber im Wege zu stehen. Ich wusste, dass man mir nachspionierte, dass ich von Feinden und Neidern umgeben war. Aber mich etwas darum zu scheren, verbot mir mein törichter Stolz. Vorsicht und Feigheit galten mir eins. Und einem Kerl wie mir konnte nichts geschehen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich wusste gar nicht, dass Sie Urlaub haben. Ich habe auch keinen. Ach so. Der Kater war auf der Jagd. Machen Sie keinen Skandal. Warum nicht? Ich habe Urlaub. Ach, ich verstehe. Mit der königlichen Protektion ist Schluss, wenn das Haus Hohenzollern in Verruf kommt. Jetzt können wir das beweisen. Der feine Herr sitzt in der Falle. Ich kann Sie ruinieren. Geben Sie es zu. Bleiben Sie stehen, Sie Feigling. Oder hat Ihnen Ihre königliche Hure das Mark aus den Knochen gesogen? Hören Sie auf!
Nun, die Garderegimenter rücken aus. Nach Schlesien, an die Grenze. Stunde, Herr Leutnant. Uniform! Kürass! Für das Pferd! Jawohl, Herr Leutnant! Der König! Ja! Redet hier raus! Hilf! Ihre Schwadron. Ich wurde aufgehalten. Eine Ehrensache ist hier. Wie in Königsberg, was? Sie verludern, ich habe es Ihnen vorausgesagt. Sie haben den Rochow verletzt. Im Duell. Um wen ging es? Antwort! Darüber kann ich nicht sprechen, Sir. Jaschinski! Majestät, der Leutnant geht in Arrest. Setzen, Tank. Zwei Wochen. Jetzt bin ich zwei Wochen hier, wegen vier Minuten, Herr von Borg. Sie vergessen das Duell, Tank. Auch das ist mit drei, höchstens mit sechs Tagen abgebüßt. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Tank. Kommen Sie um Gnade ein. Ich habe nichts verbrochen. Trotzdem, ich spreche nicht ins Blaue. Man hat es mir nahegelegt. Er? Seien Sie doch diplomatisch, Dreck. Nein! Er will sein Recht. Das ist stark. Leutnant von Rochow ist ja wieder wohl auf Sie. Rochow. Ich will, dass Tränk sich meiner Gnade empfiehlt. Der ohne dies alles verdankt. Alles. Ist das unbillig?
General von Borg. Er soll weiter brummen. Wie lange ist hier? Solange es recht ist. Die rechtliche Frist ist überschritten. Das Recht in diesem Staat bin ich! Sehr wohl, Majestät. Ich schmeiß ihm den ganzen Krempel vor die Füße! Sie haben eine Karriere vor sich, Trenk. Woanders auch! Wissen Sie, was meine Mutter mir schreibt? Der österreichische Trenk. Der Pandur, der uns solchen Abbruch tut. Er hat mich als seinen Universalerben in sein Testament eingesetzt. Der hat Ländereien in Ungarn, ein wahres Fürstentum. Ja, glauben Sie, dass er mich nicht auch zu seinen Lebzeiten protegieren kann? Trenk, ich habe nichts gehört, verstanden? Wir sind im Krieg. Der Pandur ist unser Feind. Mein Feind ist der König! Das Tränksche Temperament. Ich habe Ihren Vater gekannt. Es wird ein paar Tage dauern, bis man wieder vernünftig mit Ihnen reden kann. Ich schrieb an meinen Vetter noch in derselben Nacht. Ich flehte um Hilfe, als stünde meine Exekution bevor. Geld wollte ich haben. Geld öffnet jedes Gefängnistor. Und eine Waffe sollte er mir schicken. Eine Waffe. Es war der Brief eines Rasenden. Wirr, töricht, hilflos. Hätte ich geahnt, dass ich das Unglück meines Lebens in Händen hielt, ich hätte ihn verbrannt. Es muss ein Ende haben, Amelie. Und weshalb? Weil ich nichts will. Ist das genug? Nein, nein. Nein, Sir. Was willst du? Ihn heiraten? Diesen hergelaufenen Landedelmann? Ich habe für die Würde des Hauses Hohenzollern genauso viel Sinn wie du. Was erwartest du, dass ich tun soll? Dass du Verständnis für mich hast. Bist du der Abt deines Klosters? Deine beiden Schwestern sind verheiratet. Es gibt in Europa noch andere Partien genug. Wollen Sie mir etwa auch eine Ehe aufzwingen, wie Ihnen? Ich könnte es. Sie könnten es nach dem Familienrecht, ja. Aber nach meinem Charakter niemals, Sir. Ist das dein letztes Wort? Ja. Der Leutnant von der Tränk wird hier nicht mehr empfangen. Auch keine Briefe. Nichts. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Los! Los! So unvermutet mein Arrest begonnen hatte, so endigte er auch. Eines Morgens, ohne dass man ein übriges Wort verlor, fand ich mich zum Rittmeister befördert und an die Front kommandiert. Verdammt ruhig heute, Kapitzke. Ja, sei Dank, Herr Rittmeister. Na, ich weiß nicht. Mir ist das nicht geheuer. Herr Rittmeister, da drüben! Lauf, die Bisterchen, lauf! Halt! Zurück! Los! Zum Lager, Kapitzke. Ich versuche sie abzulenken. Hey.
los. Da ist er. Fesselt ihn. Sie haben großes Glück gehabt. Und flinke Beine ist hier. Ich werde gegen Abend rekognoszieren reiten. Glauben Sie, dass Sie imstande sind, mich zu begleiten? Ich ganz gewiss, ja. Nur... Richtig. Sie haben Ihre Pferde eingebüßt. Sie können meinen Engländer haben. Sire, ich... Keine großen Worte. Erweisen Sie sich des Geschenkes würdig, das ist Dank genug. Punkt 6 Uhr bei mir. Hier. Verlieren Sie es nicht wie die anderen. Wie sind Sie eigentlich verwandt mit ihm? Mit dem Banduan-Oberst? Er ist mein Vetter. Haben Sie einen sauberen Mordbrenner in der Familie? Er ist tapfer, Sire. So? Man muss das anerkennen, auch beim Feind. Sie kennen ihn nicht persönlich? Nein, Sire. Aber er hat mich zu seinem Universalerben eingesetzt. Der Pandu? Sie? Er hat es meiner Mutter geschrieben. Und was haben Sie getan? Nicht geantwortet, Sire. Mir fehlt bei Ihnen nichts, was sich ein junger Mensch auf Erden erträumen kann. Das hat schon einmal einer zu mir gesagt. Und fast mit denselben Worten. Er war ein wenig wie Sie. Wissen Sie das? Etwas weicher. Verspielter vielleicht. Aber auf eine Art wie Sie. Wer ist hier? Mögen Sie? Ich habe es noch nie versucht. Versuchen Sie es. Es ist angenehm. Danke. Der von Katte und ich. Von Katte? Ja. Nun, auf dem Gestall. Man muss sich dann gewöhnen, vermute ich. Etwas für ältere Herren. Die paar Jahre hier. 12. Als der Katte mein Freund war, waren Sie noch ein Kind. War das der, den man... Ja. Den man enthauptet hat. Unter meinem Fenster. Als ich wegsehen wollte, hielten zwei Grenadiere meinen Kopf. Das ist unmenschlich. Warum? Mein Vater hatte mich mit dem Ladestock geprügelt. Vor allen Gesandten. Da bat ich den Kater, mir ins Ausland zu helfen. Er hat recht, dass ihn half. Mein Vater nahm es als Desertion. Ein König befiehlt Exekutionen. Es schadet durchaus nichts, wenn er welche gesehen hat.
Nun? Sir? Wie sind unsere Stellungen? Günstig, Sir. Gut. Und weshalb? Wir können auf dieser Seite des Flusses den Anmarschweg nach Olmütz sehr leicht verteidigen und ungehindert mit der Artillerie und dem Nachschub vorrücken. Der Feind hat zu Störangriffen keine Gelegenheit. Sie verstehen ja fast so viel davon wie ich. Trauen Sie sich zu, in einem halben Jahr so weit zu kommen, dass man Ihnen den Befehl über ein Korps anvertrauen kann? Wenn Sie es mir zutrauen, Sir. Halt nicht schießen! Es ist einer von unseren Leuten! Ein Wachtmeister der Garde du Corps hat sich aus dem feindlichen Lager zurückgemeldet. Kapitzke! Teufelskerl, bist du ihn ausgerissen? Zu Befehl nein, Herr Rittmeister. Der Panduren-Oberst hat mich heimgeschickt. Heimgeschickt? Zu Befehl, mit dem Pferden. Majestät, der österreichische Tränk lässt ihn Grüße bestellen und lässt ihn sagen, dass er gegen den preußischen Tränk keinen Krieg nicht führt. Bringen Sie den Engländer in meinen Stall zurück. Folgen! Wenn Sie wenigstens an ihn schreiben würden. Es ist mir verboten. Und was kann uns beiden ein Stück Papier schon helfen? In solcher Lage doch sehr viel. Und wenn dieser Brief in falsche Hände gerät? Er wird ganz bestimmt in die richtigen kommen. Dafür lassen Sie mich sorgen, Hoheit. Du mein liebster, geliebtester Freund. Ich will nicht länger dem Befehl gehorchen, der von mir verlangt, dass ich mein Herz verhehle. Wie ganz in einer Minute haben sich damals unsere Seelen gekannt. Und nun verlangt mich nach dir. Schreibe mir, teurer Freund, wenn ich nur weiß, wie es dir geht. So will ich auch einsam fröhlich essen und trinken. Es wäre töricht, dir zu beschreiben, wie ich dich in Gedanken liebkose. Du weißt es. Warten Sie. Majestät, der Rittmeister Jaschinski. Was will er? Rittmeister Jaschinski möchte eine Meldung machen, Majestät. Gut, soll er reinkommen. Sehr wohl, Majestät. Rittmeister Jaschinski, haben Sie sich das auch gut überlegt? Wollen Sie wirklich diese Meldung machen? Ja. Bitte. Sie wollen eine Meldung machen? Jawohl, Majestät. Ich tue es nicht gern, aber... Keine fiese Mantenne. Jawohl. Es handelt sich um Rittmeister von der Tränk, Sir. Er hat einen geheimen Briefwechsel mit dem österreichischen Obristen von der Tränk. Mit wem? Mit seinem Vetter.
Wir haben in meinem Land das Briefgeheimnis, Rittmeister. Jawohl, Sie. Aber der Absender und die Art der Beförderung rechtfertigen es. Der Tränk kann seinem Vetter nicht das Schreiben verbieten. Ja, aber es ist ein Antwortbrief. Und was steht drin? Der Pandur weigert sich, Tränk Geld zu schicken. Für eine Erbschaft wäre es wohl noch zu früh. Er hat also doch auf das Testament hingeschrieben. An den Feind. Mitten im Krieg. Er könne so viel Geld haben, wie er verlangt hat. Aber nur, wenn er überlaufe. Abtritt. Nach Berlin. Mit Eilequipage. Wie lange wird man brauchen? Hin und zurück? 5 Tage, Majestät. Vielleicht auch 6. Wenn der König reist, geht es in 4. Frédéric! Oh, mon cher Frédéric! Ist Tränk etwa verwundet? Tränk ist wohl auf. Aber mir wäre beinahe etwas zugestoßen, ma chère. Ich trug sie hier. Ganz gegen meine Gewohnheit, wenn sie die Kugel nicht aufgehalten hätte. Da du den Wunsch hast, unverheiratet zu bleiben, oder hat sie das geändert? Nein, Sire. Ich respektiere das, wie du weißt. Und da dir kein irdischer Bräutigam passt, habe ich mich entschlossen, den himmlischen zu bemühen. Du hast einmal gesagt, dass ich nicht der Abt deines Klosters bin. Erinnerst du dich? Nun gut. Du kannst Äbtissin werden. Äbtissin? Und wo? In Quedlinburg. Um mir das zu befehlen, bist du hergekommen? Du musst versorgt sein, Amelie. Falls mir etwas passiert. Die Einnahmen aus unserem Kloster sind bedeutend. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist ewige Keuschheit zu geloben, was einer Dame mit deinen Grundsätzen ja nicht schwerfallen kann. Kein Widerspruch? Wozu? Es ist ja schon entschieden. Allerdings. Sie sind wie er geworden. So wie unser Vater. Unerbittlich und von allem gehasst. Ich bin König geworden. Soll ich ihn grüßen? Den von der Tränk? Oder korrespondierst du selber mit ihm? Ich habe dich gefragt. Brav? Sehr brav. Deine Einkleidung findet in 2 Wochen statt. Auch der Krieg ist ein Kloster, Amelie. Übrigens wird er nicht fallen. Das wenigstens verspreche ich dir. Hier stehen die ersten österreichischen Posten. Dragoner vom Regiment Kolowrat. Karte! Wachtmeister Gabitzke! Herr Rittmeister! Kommen Sie mit Ihren Leuten hierher! Los! Leutnant von der Tränk! Ja. Im Namen des Königs. Was soll das? Kerkerhaft. In der Festung Glarz. Sind Sie verrückt? Absitzen. Ihren Degen, Tränk. Ich hätte fliehen können. Die Österreicher waren nur 500 Meter entfernt. Aber ich fühlte mich ohne Schuld und glaubte an die Großmut und Gerechtigkeit von Königen.